Guten Morgen, hallo. Ich freue mich, dass so viele da sind, sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Astrid Günther, hat der Stefan ja eben schon gesagt. Ich bin seit 2 Jahren in der JUK Koblenz aktiv, komme aus einem kleinen Dorf in der Eifel und ich mappe bei OSM, also bei OpenStreetMaps, und finde es ganz spannend, was man alles mit Geodaten machen kann. Deshalb möchte ich euch heute Leaflet vorstellen. Das ist eine JavaScript-Library, mit der man auch Karten in Websites darstellen kann. Neben Google Maps API und OpenLayers ist es die am meisten verwendete Anwendung zum Darstellen von Karten. Wird von Firmen wie Pinterest, GitHub verwendet, Spiegel Online in Deutschland verwendet Leaflet. Ja, was machen wir konkret? Als erstes zeige ich euch, wie man eine Karte darstellt. Ihr werdet sehen, dass man 5 Zeilen Code in 4 Schritten eine Karte in ein HTML-Dokument eingebaut hat, die man zoomen kann, verschieben kann. Dann gucken wir uns an, wie man eigene Objekte auf die Karte drauflegen kann. Als nächstes ist GeoJSON Thema. GeoJSON ist ein Format, mit dem Geodaten mittlerweile am häufigsten ausgetauscht werden. Ihr wollt bestimmt Karten auch einen individuellen Touch geben, deshalb machen wir als nächstes Marker und wie man denen ein eigenes Bild hinzufügen kann. Ja, und in Zeiten von GPS ist Geocoding und Routing immer wichtiger. Und ich zeige euch 2 Plugins. Eins, mit dem ihr ein Control einfügen könnt, das ein Textfeld anzeigt. Wenn ihr da eine Adresse eingebt, wird die Adresse auf der Karte angezeigt und gezoomt. Und eins, mit dem ihr ein Routing einbauen könnt, wo dann auch ja, der Weg in einem Control angezeigt wird. Fangen wir an mit Teil 1. Hatte ich eben schon gesagt. Wir erstellen als erstes eine Karte und ich erkläre euch dazu auch ein bisschen zu Koordinaten und wie die Bilder überhaupt gemacht werden, die in der Karte angezeigt werden. Weil eigentlich ist das Hintergrundbild ja nichts anderes als ein Image. Das Grundgerüst muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, also ein ganz normales HTML-Grundgerüst. Da müsst ihr für Leaflet die Skriptdatei und eine CSS-Datei integrieren. Ich habe sie jetzt hier in den Beispielen überall im Head geladen. Ihr könnt das natürlich also als Skript an einer anderen Stelle laden oder asynchron laden. Müsst dann allerdings bei dem Code, den ihr dann dazu schreibt, darauf achten, dass es geladen ist, dass der erst geladen wird, wenn das ganze Dokument geladen ist. Als nächstes erstellt ihr ein HTML-Dokument, in dem die Karte angezeigt werden soll. Ist üblicherweise ein Div, kann aber auch jedes andere HTML-Element sein, das eine Ausgabe möglich macht. Wichtig ist dabei, dass ihr dem eine ID gibt, über die ihr es nachher aus eurem Skript aus ansprechen könnt, und es braucht eine Höhe. Ich habe jetzt hier einen Pixelwert, also einen absoluten Wert angegeben. Wer mit relativen Werten arbeiten will, kann auch diese Viewpoint-Höhe, also VH, angeben und hat so die relative Höhe. Muss aber angegeben werden, sonst wird nichts angezeigt. So, jetzt wird es spannend. Das ist das Kartenobjekt, also das erste Leaflet-Objekt. Das instanziiert ihr mit LMAP. Diejenigen, die objektorientiert programmieren, sagen vielleicht, wo ist denn das Schlüsselwort New? So müsste ich doch ein Objekt erstellen. Leaflet hat in jeder Klasse eine Methode drin, die so heißt wie die Klasse. Also diese Klasse würde Map heißen. In der Klasse Map ist eine Methode map klein geschrieben, die das Instanziieren des Objekts übernimmt. Das ist das Factory-Entwurfsmuster. Und ja, ein Kartenbild sieht man zwar noch nicht, aber die Zoom-Controls würden schon funktionieren, wenn man eine Karte sehen würde. Und rechts unten wird standardmäßig eine Attribution eingefügt, wenn ihr sonst nichts anderes an Optionen mitgebt. Z-View setzt die Koordinate oder setzt das Bild so, dass die Koordinate, die man als ersten Parameter eingibt, zentriert erscheint. 13 ist der Zoom. Ich möchte euch gerne was zu den Koordinaten sagen, weil das manchmal ein Problem sein kann. Oder wenn man sich orientiert, wenn man weiß, was das für Zahlen gibt, kann man sich manchmal Probleme fernhalten. Es gibt jede Menge unterschiedliche Systeme, mit denen Punkte auf der Erde beschrieben werden. Seit GPS sieht man aber eigentlich nur noch welche, die auf dem Gradnetz basieren, also auf den Breitengraden, die ihr da links im Bild seht,
und auf den, könnt ihr eigentlich, ja, den Mauszeiger seht ihr, und auf den Längengraden, die ihr im Bild rechts seht. Das Sexagesimalsystem teilt die Verbindungen zwischen den einzelnen Graden durch 60 und hat dementsprechend eine nicht so schöne Darstellung, weil es Minuten mit dem einen Strich oben, Sekunden mit zwei Strichen oben sind. Deshalb sind wir froh, dass wir in Leaflet das Digitale nutzen, was die Verbindungen durch 10 teilt. Das Sexagesimalsystem sieht man aber trotzdem noch relativ häufig. Wikipedia nutzt, deshalb wollte ich euch hier einfach nur mal zeigen, ihr müsst es umrechnen, wenn ihr eine Koordinate in dem System bekommt. Könnt ihr euch das so vorstellen, dass die Breitengrade und die Längengrade praktisch ein Koordinatensystem darstellen. Also links die Breitengrade haben den Äquator als X-Achse und bei den Längengraden ist es so, dass wir den Längengrad, der durch Greenwich in London geht, einfach mal als Null-Koordinate, also als Y-Achse gesetzt haben. Wenn ihr euch das Koordinatensystem dann so vorstellt, dann seht ihr, dass in dem nördlichen Teil, nördlichen, östlichen Teil positive Werte sind und im südlichen, na, jetzt habe ich den Faden verloren, also Koordinatensystem hat ja unterhalb der X-Achse Minus und links von der Y-Achse Minus und wir wären jetzt auf dem 7. Breitengrad und auf dem 50. Breitengrad und 70. Längengrad im rechten oberen Bereich der Koordinate haben nur positive, im linken unteren Bereich, also Südamerika, hätte nur negative Koordinaten. Was auch noch wichtig ist zu wissen, Leaflet gibt die Koordinaten in der Reihenfolge erst Breitengrad, dann Längengrad ein. Also bei uns 50, 7. In GeoJSON ist es umgekehrt. Die nutzen erst den Längengrad, dann den Breitengrad. Also wenn ihr mal Probleme habt, dass ein Marker nicht angezeigt wird, kann man sich schnell damit helfen, wenn man ungefähr weiß, wie die Koordinaten sein sollten und dass vielleicht die Reihenfolge nicht ganz stimmt. Wenn ihr allerdings zum Einlesen von GeoJSON nur Leaflet-Methoden nutzt, müsst ihr euch da keinen Tropf drum machen. Das rechnet Leaflet automatisch um. Nur wenn ihr mal selber irgendwas einlesen wollt, also selbst was schreibt, solltet ihr das im Hinterkopf haben. So, wir hatten ja schon die Karte, wo aber noch kein Kartenbild war, die aber zentriert auf die Koordinate 50, noch was, 7, noch was. Das ist Gering, das ist ein kleiner Ort in der Eifel. Und ihr könnt zoomen und seht jetzt auch, dass das Bild dann in unterschiedlichen Größen dargestellt wird. Das passiert, weil wir das Objekt TileLayer erstellt haben und dem TileLayer haben wir gesagt, welche PNG-Datei er suchen soll und anzeigen soll. Ich habe hier den OSM-Server genommen, also der OSM-Server bietet auch Karten an und wenn ihr euch aber diesen Dateinamen anguckt, Z in geschweiften Klammern, X in geschweiften Klammern und Y in geschweiften Klammern, dann ist das sicher schon klar, das ist nicht der richtige Name, sondern der das TileLayer-Objekt rechnet da was um und das macht es folgendermaßen. Die Karten werden üblicherweise, da gibt es nicht nur den OSM-Server, sondern es gibt viele andere Kartenanbieter und auch Google Maps macht das auf die Art, legen für jede Zoomstufe, es gibt insgesamt 19 Zoomstufen, eine Vektorgrafik in der idealen Auflösung an und speichern die als 256x256 Rastergrafik ab. In der Zoomstufe 0, ganz links seht ihr, ist eine Rastergrafik, die ganzen 40.000 Kilometer der Erde anzeigt. Zoomstufe 1 teilt das alles durch 4 und bis zur Zoomstufe 19 ist dann die 40.000, die eine Kachel darstellt, sind dann nur noch 76 Meter. Und ein Pixel entspricht dann 0,3 Meter. Der zweite Vorteil ist, man kann pro Zoomstufe entsprechende Objekte laden. Also ihr seht hier die Zoomstufe 0, die hält eigentlich nur die Kontinentgrenzen. Bei Zoomstufe 19 werden aber schon kleine Waldwege mit eingeladen. Und so werden auch die unterschiedlichen Karten erstellt. Die Kartenanbieter gucken sich jedes Objekt an, was in der Datenbank liegt, also jetzt in unserem Beispiel die USM-Datenbank, und gucken, was ist das für ein Typ, will ich den überhaupt anzeigen, was ist das für ein Typ, wie groß soll ich den anzeigen und soll das überhaupt auf dieser Zoomstufe angezeigt werden. Und also ich finde es immer wieder beeindruckend
Zoom Stufe 1 haben wir hier eine Kachel. Wenn man das aber dann immer mal 4 rechnet, 19 Mal, kommt man bei auf 275 Milliarden Kacheln. Zoom Stufe 1 zeigt ein Pixel 156 Kilometer an und bei Zoom Stufe 19 sind es 0,3 Meter. Also da haben wir 3 Pixel für einen Meter oder noch nicht mal einen Meter. Ja, und ich hatte euch gesagt, es gibt unheimlich viele Anbieter, gerade die OSM-Daten nutzen, um Karten anzuzeigen. Und wenn euch Google Maps Hintergrundkarten gefallen, da könnt ihr, da ist nicht ganz der typische Weg, da könnt ihr aber trotzdem die Karten über ein Plugin einladen. Die OSM, die Anbieter, die OSM nutzen, haben aber überwiegend das gleiche, also die gleiche Art, wie die Bilder geladen werden. Ach, hier hatte ich vergessen, euch zu sagen, so geben sich dann, errechnen sich dann auch die Namen. Zoom Stufe 1 heißt 000.png. Bei Zoom Stufe 2 ist der erste Wert eine 2. Der zweite Wert ist die Spalte, also der X-Wert. Das ist überall eine 0. Und der dritte Wert ist der Y-Wert. Das ist überall die Zeile. Also anhand von den Koordinaten von den Bildern werden die, kann der Teil-Layer genau ausrechnen, welche Bilder er anzeigen muss. Ja, und genau das macht der Thunder Forest-Teilserver auch. Man muss da halt nur die Adresse Thunder Forest eingeben und hat ein Bild, was anders aussieht als das, was wir gerade eben gesehen haben. Wenn ihr auf der Internetseite von OSM guckt, werdet ihr noch eine ganze Menge andere Anbieter finden. Es gibt welche, die sich auf Skipisten spezialisiert haben. Es gibt eine Seekarte, es gibt eine extra Cycle-Karte. Feuerwehr ist unheimlich aktiv, also Feuervehrvereine nutzen eine, wo Sirenen und Hydranten besonders eingezeichnet werden. Starman ist ein Anbieter, der sich auf künstlerische Karten spezialisiert hat. Da könnt ihr eine, die mit Wasserfarbe gemalt ist, euch runterladen. Jetzt nicht so zur Orientierung gedacht, aber vielleicht passt sie in eine Website rein. Also der Teilserver hat den Vorteil, dass man viele unterschiedliche oder sich den Anbieter nutzen, aussuchen kann, den man oder andere Designs ausnutzen kann. Jetzt ist es aber so, dass es auch Karten gibt, bei denen es unsinnig ist, diesen Nachteil von 275.000 Bildern, die man vorrätig haben muss, in Kauf zu nehmen, zum Beispiel eine Satellitenaufnahme. Da kann man nichts mit unterschiedlichen Zoomstufen beeinflussen. Ich zeige euch jetzt hier als Beispiel eine Karte vom Wetterdienst. Ich klicke mal weiter, dann seht ihr die auch. Der Wetterdienst hat eine Warnkarte, die er zur Verfügung stellt, oder auch eine Pollenflugkarte, wo man sich Allergiewarnungen anzeigen lassen könnte. Da zeigen die einfach nur die Landkreise an und färben die, wenn gerade eine Warnung in dem Gebiet ist. Da gibt es eine Erweiterung für diesen Teil-Layer, und zwar WMS. Man nutzt da einen Webservice, der WMS-Service heißt, und dieser lädt georeferenzierte Bilder, also diese Bilder des WMS oder die Satellitenaufnahme, die man zeigen will, speichert man nicht in mehreren Kacheln, sondern man speichert zwar mehrere Bilder, aber einer anderen Art. Man legt die praktisch auf die Erde drauf und verbindet die mit dem Gitternetz der Erde, sodass das Bild praktisch auch einer Koordinate zugeordnet ist, da wo es drauf liegt. Und das kann dieser WMS-Service auch, wenn ich das WMS-Objekt lade, gebe ich die Adresse zu diesem Webservice mit und gebe Parameter mit. Einen muss ich mitgeben, und zwar den Layer. Das kann Leaflet nicht wissen. Alle anderen Parameter werden standardmäßig vergeben, entweder vom Webservice selber oder von Leaflet. Also Leaflet lädt zum Beispiel immer ein JPEG und nicht in der transparenten Darstellung. Wenn ihr ein PNG haben wollt, das transparent dargestellt wird, JPEG wäre nicht möglich, transparent darzustellen, müsstet ihr diese Optionen setzen. Ja, und so wird das dann aussehen. Vorteil des WMS-Layers ist auch noch, dass ich es übereinander darstellen kann, wenn ich transparent mitgebe. So, das erste Kapitel haben wir fertig. Wir haben eine Karte erstellt und ich habe euch was dazu gesagt, wie Kartenbilder üblicherweise geladen werden. Habt ihr soweit eine Frage? Ja. Wenn man die WMS-Daten kriegt, haben aber nur bestimmte Zoom-Stufen, oder? Die haben nicht einfach, das ist
doch, haben auch unterschiedliche Zoom-Stufen. Kann ich auch zoomen. Das kann sogar vom Teilserver mit genutzt werden. Das muss der WMS gar nicht anders machen. Ist aber nicht so, dass man dann andere Kartengrößen hat, wie es bei den Teillayern wäre. Da kriegt man wirklich dann ja ganz andere Bilder. Hier wird dann nur das Bild vergrößert oder verkleinert. Aber zoomen geht auch. Erstmal da. Der Wetterdienst, der erstellt die Karten Nein, selber. nein, die Karte an sich, also die Die OpenStreetKarte. OpenStreetKarte, also wenn Karten zieht ja irgendwo ein Kartenmaterial her. genau, der OSM-Server erstellt die Karten selber. Also der hat einen eigenen Teil-Layer-Server, der die Kacheln erstellt. Und der erstellt die so, indem er seine Daten abfragt, die ja in der Datenbank liegen, also eine Linie, die A48, die einen Typ Autobahn hat, und erstellt eine Vektorgrafik und speichert die dann als Also Karte ab. es gibt ja weltweit, glaube ich, drei Anbieter. Es gibt ja Teleatlas-Karten, also die Karteninformationen haben können. Das ist ja einmal Teleatlas, dann hat auch Google und Nokia, Aber OSM bietet eigene Karten, oder? Ich verstehe die Frage jetzt nicht richtig. Diese OSM-Karten haben auch eine OSM, also sind auch unter der Lizenz von OSM. Aber vielleicht frage ich, habe ich es nur nicht richtig verstanden. Sie haben vorhin kurz gesagt, Breite bin ich flexibel. Die muss ich nicht angeben. Eine Höhe muss ich angeben, damit mir überhaupt etwas angezeigt wird. Die Breite ist genau, automatisch 100%, oder wenn ich sie anders haben will, kann ich sie angeben. Ja, das nächste Thema ist, wir haben die Karte, jetzt möchten wir gerne eigene POIs auf die Karte legen. Geodaten gibt's ja grund also Geodaten sind ja Daten, die irgendeinen Bezug zur Erde haben. Da gibt es einen Punkt, es gibt eine Linie und es gibt eine Fläche. Also grundsätzlich kann man diese drei Objekte trennen. Die gucken wir uns an. Und ja, links sollte jetzt eine Karte erscheinen. Es kann sein, dass die immer ein bisschen verzögert erscheint. Das liegt hier am WLAN. Der Punkt ist, Leaflet gibt es zwei Punkte. Einmal den Punkt, der die Pixel repräsentiert, und zum anderen den Punkt, den Marker, der die geografische Koordinate, also das, was wir eigentlich als Punkt, den wir darstellen haben wollen, ist. Den Pixelwert, den Point, den ich euch eben gezeigt habe, den brauchen wir, wenn wir zum Beispiel ein eigenes Bild auf die Karte legen, weil das Bild ist eine Rastergrafik und die Karte, haben wir eben gesehen, ist eine Rastergrafik, und ja, da arbeiten wir mit Pixeln. Wenn wir einen Punkt darstellen wollen, ist das aber der Marker, und da geben wir eine Koordinate ein. Eine Linie ist das Objekt Polyline in Leaflet, und da gibt man mehrere Punkte ein, und die werden, wenn das Objekt Polyline ist, verbunden dargestellt. Das Polygon ist eigentlich ähnlich wie die Linie, nur dass es automatisch geschlossen wird. Wenn ich einen Typ Polygon mitgebe, dann werden drei Punkte, ja, habe ich schon gesagt, automatisch geschlossen. Wichtig ist hier, man sollte die auch nicht selbst schließen. Also man sollte dem Objekt nicht den ersten Punkt mitgeben, der gleich mit dem letzten ist. Weil Leaflet automatisch schließt, kann das zu Problemen führen. In GeoJSON ist die Konvention so, da muss man den letzten Punkt gleich einsetzen. Also wenn ihr das von GeoJSON her kennt, da muss man den einsetzen. In Leaflet sollte man es nicht tun. Leaflet bietet zwei besondere Formen, das Rechteck und den Kreis. Theoretisch könnte man das auch mit Polygonen darstellen, weil es aber Vorteile bringt, extra Formen dafür zu nutzen, gibt es das Rectangle, mit dem man den linken oberen und den rechten unteren untere Ecke eingibt oder umgekehrt und ein Rechteck gezeichnet bekommt. Und den Kreis, da gibt man einen Mittelpunkt ein und einen Radius und kann so einen Umkreis von einem bestimmten Punkt darstellen. So, die drei Elemente haben wir jetzt durch. Also wir haben einen Punkt, wir haben eine Linie und wir haben ein Objekt, was eine Fläche hat. Und
Es kann aber sicher auch mal vorkommen, dass wir mehrere auf ein, zu einem zusammenfassen wollen. Also dass wir zwei Linien haben, die aber eigentlich ein Objekt sind. Das kann ich einfach machen, indem ich einfach zwei getrennte Linien, also durch eine Klammer, trenne und die zeichne. Dann liegen sie auf einem Layer. Vorteil ist, dass ich bei dem Layer bestimmte Funktionen habe, zum Beispiel die GetBounds. Da kriege ich die Ränder von dem Layer und kann dann mit, die Karte hat die Methode FitBounds, kann das passend auf der Karte darstellen. Also Map FitBounds und den Layer mit GetBounds passt in die Karte. Beim Polygon trifft das, was ich auf der Linie gesagt habe, genauso zu jetzt. Also es wird ein Objekt da draus. Da das Polygon aber eine Innenfläche und eine Außenfläche hat, kommt beim Polygon noch dazu, dass wenn ich ein zweites in das erste reinzeichne, was ihr oben im ersten Bild seht, wird der innere Bereich ausgeschnitten. Wenn ich dann nochmal eins in der zweiten Zeile reinlegen würde, ist das wieder Innenbereich. Und wenn ich eins überlappend mache, dann wird das, was überlappt, Außenbereich und das andere Innenbereich. Ich kann damit also alle Formen machen, kann Südafrika darstellen, Swasiland, Lesotho ausschneiden. Dafür ist das da. Wenn ich jetzt, bisher haben wir nur Linie und Polygon auf einem Layer darstellen können. Die Layer Group ist ein Objekt, das es mir ermöglicht, alle Objekte zusammenzufassen. Bietet aber nicht viel mehr als diese GetBounds, ist also praktisch nur ein Layer daraus machen. Die Layer Group wird erweitert von der Feature Group. Wenn ich mit den Objekten, die ich zusammenfasse, auch noch arbeiten will, mit denen was machen will, dann würde ich sie zu einer Feature Group zusammenfassen, also erstellen, der Feature Group hinzufügen, dann erst der Karte hinzufügen, weil ich dann ausnutzen kann, dass ich Stile, also mit GetStyles die Methode habe, eine Farbe geben kann. Alle Objekte würden jetzt hier rot gefärbt. Der Marker natürlich nicht, weil das ist ein Bild, da müsste ich das Bild austauschen. Ich kann ein Pop-up anzeigen. Wenn ich auf die Linie klicke, wird das gleiche Pop-up dargestellt, wie wenn ich auf den Marker klicke. Also all meinen Objekten wird das gleiche Pop-up dargestellt. Wenn ich Amerika, die Fläche von Amerika habe und Alaska und Hawaii noch gleich behandeln will, bei einem Mouse-Over eben zum Beispiel, würde ich die so zusammenfassen, wenn ich dann Amerika berühre, wird auch Hawaii und Alaska gehighlightet. Also das ist der Grund, die Gruppen, Objekte zu Gruppen zusammenzufassen. Ja, die Leaflet-Objekte haben wir uns jetzt angeguckt, die einzelnen, und wie wir sie zusammenfassen könnten. Habt ihr Fragen soweit? Da ist im letzten Teil ein Plugin, was da, glaube ich, am allerbesten passt. Also du hast schon recht, so müsstest du eigentlich die Linie anhand der ganz vielen Punkte darstellen, aber im letzten Teil zeige ich ein Plugin, wo man entweder automatisch, wo man die Adressen schon eingeben kann und die Route dann, dann angezeigt wird. Also das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Ich habe eine vielleicht etwas abwegige Frage, aber ich kann als Bild im Hintergrund, muss ich nicht zwingend eine Karte für den Tagebuch haben. Nee. Das heißt, ich könnte also auch einen menschlichen Körper haben. Wenn dir über einen WMS-Dienst angeboten wird, ja. Mhm. Also ich kann sogar, also es gibt auch, ich kann auch nur mit Pixeln arbeiten, das CRS, das ist eine andere Klasse in Leaflet, das spreche ich jetzt heute nicht an. Also man kann auch ganz andere Bilder, also ein Katzenbild und kann... Ein Marker Blinddarm sein und der andere Herz, ja. Und der dritte... Mhm. CRS ist die Klasse, die das macht, das geht auch. Mhm. Und ich kann aber auch, also hier geht es ja jetzt nur um geografische Koordinaten, ich habe jetzt zuerst gedacht, du meinst, man kann auch ein Bild, ein Katzenbild auf meinen Ort Gering legen und das damit verbinden, das ist dann dieser WMS-Dienst. Mount ist verloren, dann helft mir. Mhm. Okay, dann. So, war sonst noch? So, dann gucken wir uns jetzt GeoJSON an. GeoJSON ist ein Format,
mit dem, weil es einfach ist, sehr viele Daten im Netz übertragen werden. Als erstens mal, warum gibt es überhaupt GeoJSON, wie ist es entstanden, welche Objekte gibt es, und dann zeige ich euch ein paar Funktionen oder die wichtigsten Funktionen im Leaflet. Ja, die Wurzeln von GeoJSON. 1998 wurde XML spezifiziert, weil man da immer mehr Bedarf hatte, Daten von Maschine zu Maschine auszutauschen im Netz. Man hat dann aber schon Nachteile festgestellt. XML ist ziemlich mächtig durch das Endetag. Man muss es parsen. JSON fügt man da JavaScript-Variablen zu und hat ein JavaScript-Objekt, kann auf alle Eigenschaften zugreifen. XML hat aber den Vorteil, dass es beschreibend ist. Also die Objekte in XML sollen eigentlich eine Bedeutung haben. Also wenn ich ein Oberobjekt Tiere habe und Säugetiere darunter, dann fasse ich in Säugetiere keinen Fisch, sondern habe eine extra Spalte dafür, und in meine Fische tue ich die Haifische und die Goldfische rein. Also ich weiß bei XML, es ist deklarativ, ich weiß, worum es geht. Das weiß ich in JSON nicht. JSON ist eine reine Syntaxdeklaration. Und 2008 gab es die erste GeoJSON-Spezifikation, weil man da gemerkt hat, dass man doch gerne eine kleine Bedeutung wieder hinzufassen will, sage ich jetzt einfach mal. GeoJSON ist JSON mit all seinen Vorteilen. Allerdings weiß man bei einem Kreis, was sich dahinter verbirgt. Man darf da auch nur bestimmte Eigenschaften dazugeben. Man weiß bei einem Polygon, was es ist, man weiß bei einer Linie, was es ist. Also GeoJSON hat den Versuch unternommen, XML-Vorteile mit JSON-Vorteilen zu verknüpfen. Und GeoJSON-Objekte sind eigentlich ähnlich wie die in Leaflet. Also es gibt einen Punkt, es gibt die Position, mit der die Punkte und die Linien beschrieben werden. Ich kann auch wieder viele Punkte zusammenfassen. GeoJSON ist es aber nicht so, dass das mit Ebenen in Verbindung steht, sondern das hat nur was damit zu tun, wie ich die Punkte dann nachher ansprechen will. Alle GeoJSON-Objekte, die ich einlese, werden auf einen Layer geladen. Der GeoJSON-Layer erweitert auch den Feature-Layer, den ich euch eben gezeigt habe. Also ist eine Ebene in Leaflet, wo ich jedes Objekt ansprechen kann, ihm einen Click-Even geben kann, ihm Styles geben kann, und hat noch weitere Funktionen dazu. Also GeoJSON-Layer erweitert den Feature-Layer. Ja, Polygone, muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Wir haben eben schon gesehen in Leaflet, man kann, wenn man einen Punkt einfügt, ihm einen Markertext geben. Ich will in GeoJSON ja auch nicht nur die reinen Geometrien einlesen, sondern wenn ich die Fläche vom Weißen Haus einlese, dann will ich den Namen Weißes Haus mitgeben. Deshalb gibt es das Feature-Objekt, in das ich meine Geometrieobjekte, also ich habe jetzt hier das Polygon als Beispiel genommen, hier könnte ich aber auch den Punkt, also eine Linie einlesen. Das Feature-Objekt verlangt einen Parameter Geometrie, in den die Geometrie eingelesen wird, und eine Property. Was ich an Properties mitgebe, bleibt mir überlassen. Aber Feature-Objekt hat zwingend eine Geometrie als Voraussetzung und ein Property-Objekt. Welche Properties ich mitgebe, bleibt mir überlassen, und ich kann alle JSON-Datentypen nutzen, also String, Objekt, True, False, ich kann Nullwert geben, ein Array, Zahlen. Wenn ich mehrere Features habe, füge ich die zu einer Feature Collection zusammen. In GeoJSON ist eine Feature Collection ein Typ, der Features zwingend voraussetzt, und in Features muss ein Array enthalten sein, der Feature, also S und einzelne Feature-Objekte enthält. Und die Feature-Objekte haben wir ja eben aufgebaut, sind die entweder Punkt oder Polygon und Properties dazu. So, wie lade ich, erst die Grenzen von GeoJSON. GeoJSON ist nicht gut, was Komprimierung angeht. Also wenn ich ganz Riesendatenmengen habe, ist es da nicht sehr gut drin, wobei die Erfordernis ja auch nicht ganz so groß wie bei XML ist. Datentypen, ich kann zwar JSON-Datentypen alle nutzen, da kann ich aber kein Datum nutzen. Das wird manchmal vermisst. Es gibt noch kein
Typ, der ein Pop-up-Fenster darstellen will. Ich kann ein Pop-up-Fenster im Moment nur mit einem Punkt oder mit einer Linie darstellen und das damit, also eine Property mitgeben, Pop-up-Text und darüber das Pop-up-Fenster einfügen. Aber einfach so ein Pop-up-Fenster geht nicht. Kreise und Kurven werden von GeoJSON noch nicht unterstützt. Und Eigenschaften für Positionen werden oft vermisst. So typischer Anwendungsfall, ich habe einen Trainingslauf von 1000 Punkten. Bei jedem ist eine Herzrate verknüpft. Da muss ich im Moment wirklich 1000 Punkte angeben und jedem eine Property Herzfrequenz, um das darstellen zu können. In früheren Versionen war es möglich, die Position einfach um einen Wert zu vergrößern. Das hat aber zu Problemen geführt, weil die Position dafür nicht da ist und Anwendungen, die das nicht unterstützt haben, haben beim Einlesen Probleme gemacht, weil da Zahlen waren, die nicht vorkommen konnten. Deshalb ist das in der aktuellen Konvention strenger. Ja, GeoJSON in Leaflet nutzen. Ihr seht hier ein GeoJSON-Feature. Ich habe das jetzt einfach hardcodiert eingefügt, damit ich es einfacher zeigen kann. Und ihr seht hier den GeoJSON, das GeoJSON-Objekt instanziiert. Und da gebe ich einfach das hier erstellte JSON-Objekt mit den GeoJSON-Daten ein und füge das der Karte hinzu. Hier hatte ich jetzt nur einen Punkt. Der Punkt wird als Marker dargestellt. Wenn ich da eine Linie drin gehabt hätte, wäre eine Linie dargestellt worden. Fläche würde Fläche dargestellt. Wenn ich die Feature Collection einlese, werden alle dargestellt. So, als nächstes ist sicher wichtig, wie ihr auf die Eigenschaften zugreifen könnt, weil wenn ihr einen Pop-up-Text vergeben wollt, dann möchtet ihr auf die Property zugreifen, in der ihr den Pop-up-Text abgelegt habt. Hier, das ist eine Feature Collection, in der es ein Feature gibt oder in der alle Features die Property Name haben und da ist der Name vom Dorf hinterlegt. Das ist jetzt ein Auszug, da habe ich 3 Punkte eingelesen und den Text, auf den Text zugreifen kann ich über Feature, Properties, Name. Ich füge das für jedes Feature, also on each Feature aus. Das ist eine Option, die der GeoJSON-Layer, den Feature-Layer in Leaflet erweitert. Und wenn ich mir die einzelnen Marker anklicke, dann hat jeder Marker auch einen anderen Markertext. Ich kann in Leaflet auch das Gegenteil machen. Wenn ich einen Marker erstellt habe, das Beispiel ist so ein bisschen durch die Brust ins Auge, aber ich habe einen Marker erstellt, den ich natürlich auch direkt zur Karte hinzu hätte fügen können, habe es aber anders gemacht, weil ich euch die Funktion toGeoJSON zeigen wollte. Marker as GeoJSON enthält den exportierten GeoJSON-Text. Also über die Funktion könntet ihr anderen anbieten, GeoJSON-Daten aus eurer Karte zu exportieren. Das sieht dann so aus, ich habe den Markertext, das seht ihr hier, oder den GeoJSON-Text zum Markertext hinzugefügt, würde dann hier so aussehen. Feature, Property und die Geometrie ist Punkt, das war ja ein Marker und die Koordinaten dazu. Der Feature Layer bietet ja Event-Handling, also Mouse-Over und Mouse-Out kann ich nutzen und so kann ich auch meine ganzen Objekte, die ich darüber geladen habe, ihr seht, Maus auf, führt aus, werde grün, also setzt den Stiel auf grün. Wenn ich wieder runtergehe, wird alles wieder, wie es vorher war. Ich könnte, das habe ich jetzt hier auskommentiert, wenn alles da, wo ich mal mit der Maus war, grau sein soll, hätte ich auch sagen können, setzt den Stiel jetzt auf grau. Und Reset setzt das Ursprüngliche. Es gibt noch mehr Funktionen, die der GeoJSON-Layer, den normalen Feature-Layer erweitert. Zum Iterieren gibt es noch welche, zum Filtern, aber wenn ihr das nutzt, ist alles in der Doku sehr gut erklärt und wäre jetzt hier wahrscheinlich müßig, alle aufzuzählen. Wir haben uns jetzt mal erst GeoJSON allgemein angeguckt, die Objekte und wie wir sie in Leaflet einfügen können, zumindest die wichtigsten Funktionen. Habt ihr soweit noch eine Frage? Dann gucken. GeoJSON, gibt es da eine Organisation dahinter, die sich schon kümmert
dass der Standard eingehalten wird und Update oder wie ist das so? GeoJSON.org, da steht die dahinter. Also ist nicht das W3C, aber hinter GeoJSON.org ist auch so ein Konsortium, wo sich Leute zusammengetan haben, denen es wichtig ist, Geodaten zu standardisieren. Und die haben diese Spezifikation erstellt. Ja, Teil 4 sind benutzerdefinierte Marker. Als erstes gucken wir uns an, wie wir Markern ein einfaches Bild geben können. Dann gucken wir uns an, wie, wenn wir ganz viele Marker haben, wie uns die Arbeit erleichtern können und welche Plugins es gibt, die Markern eine besondere Funktion zugeben, weil vielleicht gibt es ja schon irgendwas und ihr müsst das Rad nicht neu erfinden, sondern könnt ein Plugin nutzen. Benutzerdefinierte Marker. Wir haben Marker ja eben auch schon eingesetzt, allerdings immer nur mit der Koordinate. Hier unten seht ihr, der Marker hat auch eine Option Icon. Wenn ich die nicht setze, hat Leaflet automatisch diesen blauen Reiter, den wir jetzt dauernd schon gesehen haben. Wenn ich die Option setze, muss ich der ein Leaflet-Icon-Objekt mitgeben. Das instanziere ich hier. Und was ich dem Leaflet-Icon auf jeden Fall, also wenn ich ein Icon instanziere, auf jeden Fall geben muss, ist eine Icon-URL, also eine Adresse, von der Leaflet das Bild holen kann. Ich habe noch die Möglichkeit, ein Schattenbild mitzugeben. Das seht ihr hier. Also wenn ich dem Icon noch eine Tiefe mitgeben will, kann ich das über ein Schattenbild machen. Wenn ich das nicht setze, wird einfach kein Schattenbild genommen. Icon Size und Shadow Size ist sicher selbsterklärend. Also die Größe könnt ihr beeinflussen. Wenn ihr es nicht setzt, wird die Originalgröße vom Bild genommen. Was vielleicht erklärungsbedürftig ist, ist der Icon Anchor, der Shadow Anchor und der Pop-Up Anchor. Der Marker soll hier unten, wo der rote Punkt ist, eingefügt werden. Jetzt weiß Leaflet ja nicht, wie das Bild aussieht. Standardmäßig zentriert einzusetzen, ist sicher nicht die Lösung, weil ich habe jetzt ein Bild, was einen Pfeil von rechts unten nach links oben hat. Dann sollte das ja an der roten Stelle anfangen. Hier mein Blatt sieht so aus, als ob es da rauswachsen würde. Da ist es eigentlich ideal, es viel weiter oben einzufügen. Deshalb könnt ihr das variabel gestalten, und zwar relativ zu dem roten Punkt hin. Die Pixelwerte, die ihr da eingebt, also hier, das ist eine Position, die Pixelwerte, die ihr hier eingebt, werden von dem roten Punkt aus gerechnet, und zwar beim Icon Anchor und beim Shadow Anchor. Die positiven Werte ziehen aber X und Y ab. Also obwohl wir hier positive Werte eingeben, geht es nach links und oben. Ich finde das ein bisschen verwirrend, weil beim Pop-Up-Anchor, der eigentlich das Gleiche macht, muss man den Wert als negativ angeben. Ist begründet, weil er in einer anderen Klasse benutzt wird, das ist sicher historisch gewachsen, muss man sich einfach merken. Also der Pop-Up-Anchor ist der Anchor, wo das Pop-Up eingefügt wird, und der, habe ich jetzt nicht ganz explizit gesagt, der Icon-Anchor ist dann der Punkt, also hier der Icon-Anchor ist der blaue, der Punkt, wo das Bild anfängt zu malen, also wird ungefähr so gezeichnet. So, jetzt habt ihr 1000 Bilder, alle haben die gleiche Größe, alle sollen gleich verschoben werden, es ist alles gleich außer der URL und dem Pop-Up-Text. Dann könnt ihr die Klasse Icon erweitern und müsst nicht 1000-mal die ganzen Werte setzen. Ihr instanziert dann einfach oder ihr erweitert dann einfach die Klasse L-Icon mit L-Icon Extend. Hier habe ich es jetzt mal Leaf-Icon, die neue Klasse Leaf-Icon genannt. Gebt die Werte, die gemeinsam sind, mit. Schattenbild ist gleich. Und könnt dann diese Klasse instanziieren, also mein grünes Icon. Da habe ich New Leaf Icon instanziert und habe nur die Adresse und den Pop-Up-Text mitgegeben. Und hier seht ihr, dass der Marker richtig im Bild eingefügt wird und der Pop-Up-Text auch separat ist. Ich zeige euch jetzt ganz schnell noch zwei Bilder, weil die Plugins wollte ich noch machen.
wenn ihr kein Bild habt, aber trotzdem nicht das Blaue haben wollt, sondern ja, eure Seite ist eine Bootstrap-Seite oder eine Vorabsam-Seite, dann ist das Beautify-Marker Plugin was für euch. Das müsst ihr integrieren, habt dann jede Menge Optionen. Ihr könnt Spin nutzen, ihr könnt die Größe ändern, ihr könnt den Hintergrund transparent machen. Cluster-Marker ist sicher was interessant ist. Das Plugin Cluster-Marker erweitert den Feature-Layer. Hier fügt ihr eure eingesetzten Marker alle Cluster-Marker hinzu, also Marker-Cluster-Group heißt die Klasse, und könnt dann die Marker automatisch clustern lassen. Also die Klasse macht das für euch. Sobald die Marker weit genug voneinander entfernt sind, erscheint der Marker. Wenn ihr reinzoomt, gehen sie wieder zusammen. Ihr habt jede Menge Optionen, also ihr könnt die Farben nutzen, ihr könnt das, was hier so drüber geht, das ist diese Option, die finde ich ganz schlimm, deshalb habe ich sie hier eingestellt. Show Cover on Hoverage, in dem Teil sind die Marker verteilt. Ja, ihr könnt die Distanzen, ab wo geclustert werden soll, eingeben. Ihr könnt animieren, hier kommt da reingesprungen der Marker. Dieses Plugin führt dann auch wie eine Callback-Funktion, also ihr könnt irgendwas ausführen lassen, wenn gesprungen ist. Hier habe ich jetzt einfach nur ein Alert geben lassen. Animierte Marker, da könnt ihr eine Linie mitgeben. Der Marker läuft an der Linie. Es gibt einen Start und einen Stopp. Das könnt ihr starten und stoppen. Ganz abhängig davon, ob vielleicht gerade eine Koordinate überschritten wurde oder ob vielleicht gerade irgendein anderes Ereignis eingetreten ist. Ja, wir haben uns einen benutzerdefinierten Marker angeguckt, die Vererbung in Leaflet funktioniert und ein paar Plugins. Ich habe noch 5 Minuten, deshalb zeige ich jetzt schnell die anderen Plugins und mache Fragen am Schluss zusammen. Ja, hier gibt es ein Geocoding-Plugin und ein Routing-Plugin, was ich euch zeigen will. Beim Geocoding-Plugin nutze ich einen Service von ESRI. Das ist eine ganz bekannte Firma, die sehr viele Daten und Anwendungen im Bereich von Geoverarbeitung zur Verfügung stellt. Ihr seht jetzt hier, also man will ja als erstes eigentlich einem Website-Besucher anbieten, eine Adresse einzugeben und sich dann was suchen zu lassen. Ich gebe jetzt hier, habe angefangen, habe die Option vom Plugin übernommen, da wird standardmäßig was vorgeschlagen. Wenn ich das ausführe, dann die Suche ausführe, wird ein Ergebnis, weil ich das hier sage, Result at Layer Marker, und Result-Koordinate der Marker an der Stelle dargestellt. Es kann sein, dass ich es über eine URL übergeben will, also dass ich auf meiner Website zum Beispiel verschiedene Händler vorstelle und wenn ich die auf den Link klicke, ich habe die Adresse vom Händler in der Datenbank hinterlegt, dann soll eine Karte geöffnet werden, da wo der Händler ist. Das kann ich so machen, indem ich die Adresse, also hier habe ich einfach einen Ort übergeben, in der Get-Variablen übernehme, auslese und da gibt es im Geocoding-Objekt Text. Da kann ich mir eine Koordinate zu dem Text suchen lassen, mit einer Callback-Funktion dann die gefundenen Ergebnisse auf die Karte übertragen. Text kann ich sogar noch spezifizieren, müsst ihr in der Doku von dem Plugin nachgucken. Also ich kann auch ZIP-Code, ich kann Stadt geben, dann wird die Suche genauer. Ich kann auch das Gegenteil machen. Ich nutze jetzt hier das Event Click on Map. Da kriege ich eine Koordinate, da kann ich eine Koordinate abfragen. Wenn ich auf die Karte klicke, da ist sie noch nicht ganz geladen. Also, ja, lag am Laden. Also wenn ich auf die Karte aufklicke, bekomme ich in einem Event die Koordinaten. Und ich habe jetzt hier den Marker erstellt und als Pop-up die Adresse, die mir im Ergebnis geliefert wurde, angezeigt. Das sind eigentlich die drei Hauptfunktionen, also Koordinate in Adresse rechnen lassen oder Adresse in Koordinate. Routing gibt es die Leaflet Routing Machine, das ist auch von einem Entwickler, der in OSM sehr aktiv ist. Standardmäßig, oder ich habe jetzt hier nichts anderes gemacht als das Skript geladen, habe in dem Skript das Objekt Routing Control instanziert und habe da Wegpunkte mitgegeben.
damit mir schon was angezeigt wird. Eigentlich sollte jetzt hier, aber das liegt an der Internetverbindung, sollte hier erscheinen, mein Weg erscheinen. Ja, es ist auch noch nicht ganz geladen. Mal gucken, ob vielleicht doch ein Fehler hier in dem ist und im nächsten. Nee, schade. Also eigentlich sollte er hier, das liegt an der Internetverbindung, sollte er einen roten Strich zwischen den beiden Linien machen und rechts ein Fenster aufgehen. Im Ergebnis kriege ich ein JSON-Objekt, wo die, die Wege angezeigt werden. Ich glaube, wenn ich jetzt was, gleich kommt es bestimmt auch, wenn alles geladen ist. Ich zeige euch einfach mal die nächsten Optionen. Also der OSRM-Router, das ist eine Anwendung, die auch von OSM kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Und der Demo-Server wird standardmäßig genommen. Der hat auch die Möglichkeit, DE zu geben. Und wenn jetzt hier der Text erschienen wäre, dann, ja, es ist jetzt nur ein leeres Feld, also hier könnt ihr es erahnen, wo es sein sollte, dann würde der Routing-Text jetzt auf Deutsch sein. In der Regel will man ja nicht nur vordefiniert was mitgeben, sondern das, was eben gefragt wurde, man will eine Adresse eingeben. Also hier könnte man zum Beispiel die Adresse von der Firma, wohin geroutet werden soll, fix eingeben und hier nicht als, als Text. Und der Kunde könnte eingeben, ich wohne hier und lass mich dahin routen. Ich gucke mal, ob es trotzdem, nee, mir müssen die Vorschläge jetzt schon angezeigt werden. Also ihr könnt euch vorstellen, hier würden jetzt, wie es eben im Geocoding auch war, hier, jetzt kommt sie auch. Also es ist alles nur was langsamer und mir würde jetzt angezeigt werden, was, ja, hier. Ja, ich habe jetzt gerade den Zettel gezeigt bekommen, meine letzte Folie. Der OSRM-Server bietet keine Profile, also der macht nur Auto-Routing. Wenn ihr anderes nutzen wollt, Fahrradfahren, gehen, könnt ihr eine weitere Option überschreiben und zwar könnt ihr Mapbox nutzen. TomTom könntet ihr nutzen. Also es gibt viele andere, die Routing zur Verfügung stellen. Ich habe jetzt hier Mapbox ausgewählt, weil der auch bestimmte Anzahl an Routensuchen kostenlos zur Verfügung stellt. Da müsstet ihr einfach nur die Route-Option überschreiben und könntet da hingehen, euch routen lassen. Ach, und der ist vielleicht sogar schneller, obwohl, nee, das glaube ich nicht, OSM-Router ist schneller. Da würde die Route über den Feldweg verlaufen. Vielleicht hat er die anderen jetzt auch geladen. Nee, hat er nicht. Bei der anderen, die Autoroute läuft über den Ort. Ja, dann bin ich bei meiner letzten Folie angekommen. Wir haben uns jetzt noch Geocoding und Routing-Plugins angesehen. Insgesamt haben wir von der einfachen Karte auf angefangen, über Leaflet und wie Daten eingelesen werden können, benutzerdefinierte Marker und Geocoding und Router. Habt ihr noch Fragen? Skinning, wie sieht es da aus? Was kann man da alles machen? Also praktisch die Karte schön einfärben, andere Regionen, was hat man da? Kann man sich das irgendwo nachlesen? Die verschiedenen Kartentypen also bieten ja schon andere Ansichten. Ich habe jetzt einen Kunde XY, der hätte das ganz gerne alles in Pink, weil er seine Unicorns da irgendwo da stehen. Also soweit ich es weiß, müsste man. Und die Flüsse und das alles machen. So wie ich sehe, man kann sich ja auch seinen eigenen Kartenserver aufsetzen und eine eigene Karte machen. Skimming kenne ich jetzt nicht, da kann ich nichts zu sagen. Also so ein Theme. Ja? Wie ist es möglich? Okay. Gibt es eine in Leaflet die Funktion Locate, die dann auf die Standortfunktion zugreift. Also du kannst ja im Handy oder auch im Browser sagen, ich will nicht gefunden werden. Da kannst du es ausschalten. Dann kommt eine Fehlermeldung, dass es deaktiviert ist und deshalb nicht gefunden werden kann. Wenn du es aber bei der Karte mitgibst, also Locate heißt die Funktion, dann würde, wenn du am PC bist, geguckt, wo du dich eingewählt hast und danach ausgerechnet, wo du ungefähr bist und mobil, dann entweder GPS-Signal oder Mobilfunkmaste.
Sonst, okay, dann ja, vielen Dank fürs Zuhören und.